Ja, hi und so, ne? Wir sind wieder da mit dem Bonus-Booster-Turnier. Weiß schon, ne? Dritter Tag und so. Und ja, da würde ich sagen, wie immer, der Blick auf die Defensive. Wir sind immer noch auf C. Heute hat sich 4 Stunden, ja, das passt. Heute sind wir zumindest 2-2, 3-3 ausgeglichen. 45-4. Wir sind zumindest besser als beim letzten Mal. Das ist schon mal gut. Und wollen wir mal gucken, wie wir jetzt hier vorankommen. Charming Samurai. Habe ich den nicht gerade gesehen? Bin ich doof? Nee, doch nicht. Schon gut. Grabmacher, Mitsuko, Simkita. Wir haben da zwei Grüne noch dabei. Das heißt, den Rigat brauchen wir für den Grabmacher. Die beiden Roten sind auch nicht verkehrt. Gucken. Ja, das ist schön. Wir starten mit dem lila Diamanten. Wir müssen natürlich gucken. Talek ist diesmal eigentlich auch eine große Gefahr, weil er halt diesen starken Angriff macht. Aber wir gucken erstmal, dass wir uns hier durch die Mitte prügeln und möglichst Grabmacher wegkriegen. So, dann gucken wir mal. Ich kann jetzt das rote Match unten machen. Ich kann es aber auch an der Seite unten direkt unter Kingston machen. Aber irgendwie hoffe ich, dass da noch was hochkommt. Nee. Nicht wirklich. Dann versuche ich das nochmal, ob da was hochkommt. Jetzt haben wir zumindest hier unten ein Dreier-Match und oben ein Vierer-Match. Das ist ja schon mal ein bisschen besser. Naja, da kannst du ruhig drauf gehen von mir aus. So, wir brauchen jetzt gleich unseren Ares, unser Mayana. Dann gehen wir vorsichtshalber auf Mitsuko. Ach, sie hat den Angriff. Ah, okay, das ist doof. Beziehungsweise unglücklich. Ja. Ach, das ist natürlich jetzt. Das geht in die Hose. Das verlieren wir sogar. Da haben wir das irgendwie jetzt verkackt. Na, weil ich habe nichts, was ich machen kann. Wir können hoffen, dass Mitsuko durch den Burn noch drauf geht, bevor wir drauf gehen. Dann nehmen wir noch hier die roten. Nee, das war scheiße. Irgendwo ist da dem Fehler unterlaufen. Ja, geil. So starte ich den. Ach! Du Scheiße. Wen haben wir denn da? Einen Vizeanführer. Einen Kollegen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, Alter, ihr. Weißt Bescheid. Gehen wir da hin. Mal gucken, ob du mich jetzt aus dem Turnier kickst. Ich hoffe natürlich nicht. Dann schauen wir mal, was wir hier so kriegen. Okay, wir haben hier lila. Okay, wir haben rote Diamanten. Zwei, die wir machen können. Machen das so. Und so. Dann haben wir nämlich noch unter Morgen noch einen roten. Und gucken, dass wir jetzt irgendwas hier hinbekommen. Okay, solange Ares jetzt überlebt, nicht. Ah. Shit.
Ich hoffe, die machen jetzt viel Damage, ja. Ach, komm schon. Nee. Nee, das zählt nichts. Wir sind raus. Danke, Alter, ihr. Vielen Dank dafür. Das werde ich dir nie vergessen. Ja, wir werden uns aber einkaufen und gehen direkt weiter zu dem Bug. Ja, wenn das jetzt auch schief geht gegen Bug, dann wissen wir, woran es liegt. Was nehmen wir da? Ja, unser Team ist eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie bin ich momentan mit Ares nicht so zufrieden. Aber Blau können wir nicht nehmen. Na, gehen wir mal damit rein. Also die Boards sehen auf den ersten Blick nicht schlecht aus, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich heute zu dumm bin oder ob das irgendwie dann doch nicht hinhaut am Ende. Wir machen das so. Jetzt gucken wir, dass wir Gradmacher wegkriegen, indem wir das so machen. Gut. Jetzt einmal schnell heilen. Ja, Kundchen kriegen wir natürlich nicht. So, also, dann kommen jetzt die Roten mal. Weil wir haben wieder nichts hier. Wir können es noch ein bisschen unter Kundchen spielen, okay. So, und jetzt haben uns da die Roten gefehlt und die lösen natürlich jetzt alles aus. Und bei unserem Glück geht es ja genau dahin, genau da, wo es nicht hin sollte. Jetzt lässt mir wenigstens mein Rigat stehen. Haha. Dann gehen wir jetzt hier auf Drake. Natürlich alles verfehlt, war ja klar. Auch verfehlt, ach komm schon, da geht schon wieder los, da habe ich schon wieder. So, und jetzt, jetzt haben wir wieder nichts. Das Einzige, was wir gucken können, ist, dass wir hier auf Poseidon spielen und das Kundchen mit dem Burn drauf geht. Gut. Jetzt müssen wir zusehen. Ja, klar. Geht mir ja. Natürlich. Dann gucken wir jetzt, dass wir Ares ans Laufen kriegen. Und dann machen wir das erstmal so. Nicht volle Kraft auf Drake. Damit wir ihn jetzt mit Seeschatt kaputt kriegen. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir hier irgendwas bekommen. Wir haben jetzt hier was unter Poseidon, das wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Die lösen beide gleich aus. Das Problem ist, wenn beide jetzt auslösen, sind wir wahrscheinlich kaputt. Das heißt, wir gucken mal, dass wir das so noch hinkriegen. Ja, shit. Ausgerechnet sie. Ja, das bringt uns jetzt gar nichts. Können wir hoffen, dass Ares das jetzt aushält, damit wir noch Poseidon wegkriegen? Ach komm! Mein Gott, ey. Ohne Spaß. Was ist das denn schon für eine Gülle hier? Ah. Ja, hier gehe ich jetzt mit Gelb rein. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Das liegt wahrscheinlich an den Lilan. Jetzt machen wir das so.
Ja, es ist heute nicht mein Turniertag. Ach komm, ja, sicher. Ach mein Gott. Was soll man denn hier machen? Dieser Tag ist ja nichts für meine Nerven hier. So, komm, jetzt alles auf die Mutter. Danke. Immerhin. Dann nehmen wir jetzt die gelben und versuchen, Cage da komplett wegzukriegen. Ja, perfekt. Dann, ja, blenden wir auch mit Zuko. Nehmen die gelben, haben dann die gelben, ja, das war nicht geplant, hoffentlich geht es jetzt nicht auf beide da drauf, nun gut. Ja, weg mit dir, auch wenn es jetzt ein overpowered Angriff war, aber was weg ist, ist weg. Jetzt hoffe ich, dass sie hier nicht allzu lange rumdodgt. Ja, gut, immerhin, das hat geklappt. Oh mein Gott, ey. So, eigentlich müssten wir gegen den gelten. Mit einem Wilbur drin. Wobei Wilbur kann uns natürlich auch wieder richtig einen reinwürgen. In Kombination mit Asla. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der diesen geteilten Schaden wegnimmt. Das heißt, normalerweise hätte ich jetzt eine Sonja mitgenommen, können wir ja nicht, also müssen wir tatsächlich wieder auf Lila umsteigen, weil da haben wir Panther und Seeschatz. Ja, dann nehmen wir jetzt Rigard. Brauche ich einen Rigard? Ich glaube nicht. So mache ich das jetzt. Albi, ja. Ja. Ja, für Asla eventuell wegen dem Brennen. Bei unserem Glück. Ja, ich nehme ihn voll die Zahl mit, auch wenn ich gerne mit beiden Panthern spielen würde. Bestimmt kriegen wir jetzt ein Board, was komplett lila ist. Ja. Aber gut. Machen wir das mal so. Ja, jetzt auf einmal kommen die lila Steine. Gut, ja, Wilbur, dann gehst du jetzt auch weg. Dann nehmen wir die auf Kingston und dann müssen wir erstmal gucken, was wir jetzt hier machen. Okay, wir kriegen hier die Roten, das heißt, wir haben Ares und Mayanna voll. Ich gehe mal vorsichtshalber rüber. Ja, und da heilen wir vorsichtshalber auf, wer weiß, wen Kingston da jetzt trifft. Okay. Dann gehen wir nochmal auf Albi. Legen uns jetzt die Lilan da unten zurecht unter Mayanna. Ja, wir haben natürlich den Angriff Death Down da von Kingston, aber gut. So, jetzt hat natürlich Albi wieder so viele von diesen kleinen Strohhelmen da. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendjemanden jetzt geladen kriegen, vorzugsweise Seeschat. Aber Schwein gehabt. Gut, dann nehmen wir jetzt, wir nehmen jetzt als nächstes Ziel. Das ist wieder nichts, was wir machen können. Also gar nichts.
Naja, jetzt immerhin. Dann kriegen wir Seeschat geladen. Und gehen damit auf Kingston, weil Mariana kann ja theoretisch ausweichen. So. Gut. Sehr durchwachsen. Und bleiben auch bei Top 5. Also ich weiß nicht. Momentan sehe ich in den Turnieren der Wurm drin. Dreimal verloren heute. 3 von 5. Ist persönlich nicht mein Anspruch. Und du hast mich rausgekickt. Merk es dir. Ja, ich weiß nicht. Hier sind wir auf C. Naja. Gut, ich denke mal, das Ziel wird sein, am Ende Top 5 zu erreichen, weil ja, Top 1 ist bei der Defensive mit C und so wie wir im Moment im Angriff, wenn wir da Glück haben, eher unwahrscheinlich. Von daher, ja, wollen wir das Beste hoffen, ne? Und dann würde ich sagen, macht's gut.